In diesem Video bin ich 2019, Ende Juli, bei meinem Angelkumpel Dirk zu Gast am Baggersee gewesen. Wir haben 2 Nächte und 3 Tage auf Karpfen geangelt. Dirk musste an diesem Tag noch länger arbeiten, hat seine Sachen aber schon an den See gebracht. Ich begann schon mal meine Sachen aufzubauen und die Ruten auszulegen und kurz danach anzufüttern. Geangelt habe ich auf ca. 70 bis 80 Meter Entfernung, bei einer Tiefe von 3,5 bis 4 Metern. Da wir auf dem Platz insgesamt mit 4 Ruten geangelt haben, habe ich meine Schnüre schon mal generell, weil es relativ steil runter geht, mit Absinkleinen auf Grund gelegt, um im Fall eines Drilles, egal von wem, die Fische nicht in die anderen Schnüre reinschwimmen. Mit dem Wetter hatten wir auch an den 3 Tagen Glück insgesamt. Es war relativ schwül, zwischen 25 und 30 Grad. Und am vorletzten Abend bekamen wir noch ein bisschen Regen und einen leichten Gewitter. Man kann auch hier schön sehen, dass die Fische aktiv waren. Sie rollten an der Oberfläche und es waren in knapp einer Stunde bestimmt 30, 40 Karpfen, die hochkamen und sich gezeigt haben. Kurz danach begann ich auch mit dem Anfüttern mit einer Futterrakete. Als Grundfutter verwendete ich Mais, kleine Boilies, gecrushed und Pellets. Ich hatte die Entfernung im Schnurclip schon festgelegt, dann nochmal kurz nachkorrigiert und 5 Meter kürzer eingestellt. Dementsprechend ist natürlich auch die Länge bei den Grundrouten auch eingestellt, dass ich immer den gleichen Punkt treffe. Insgesamt habe ich, um ein bisschen Futter auf den Platz zu kriegen, ca. 10 von den Bomben angefüttert. Das sollte für den Beginn erstmal reichen. Den Futterplatz habe ich mir mit der angeklipsten Länge ungefähr auf eine Breite von 7 bis 8 Metern angelegt. So eine Abendstimmung am Wasser ist schon was Schönes. So gegen 9:30 kam Dirk dann auch von der Arbeit. Er machte seine Ruten fertig, legte sie von mir gesehen ein bisschen weiter rechts ans Ufer. Und so hofften wir auf die ersten Bisse in der Nacht.
Stunde morgen. Der erste Fisch bis dann morgens so gegen 6 Uhr. Es ist gerade hell geworden. Wir haben natürlich noch im Schlafsack gedöst und wurden dann von dem Fisch erstmal aus den Federn gerissen. Die älteren Karpfen im See wissen ganz genau, wenn sie von unserer Ansicht her rechts rüberziehen, ist ein Uferbereich mit viel Totholz und mit Aststümpfen. Da ziehen die jedes Mal rein. Da kannst du machen, was du willst. Genau da ist der Karpfen reingezogen und Dirk hatte alle Hände voll zu tun, den Fisch da wieder mit viel Geschick rauszubekommen. Manchmal kann es auch hilfreich sein, einfach den Winkel von der Schnur zu ändern, um dann anderen Druck auf den Fisch ausüben zu können. Er ist dann quasi die Böschung hochgegangen, 2-3 Meter, dann rechts rüber und konnte dann nach kurzer Zeit den Fisch befreien und weiter drehen. Der Fisch hat es auch den Gefallen getan, sich dann selber mehr oder weniger aus dem Kraut zu befreien oder aus dem Geäst, zog dann Richtung Mitte See, war dann nach kurzer Zeit wieder frei. Wir hatten auch in der Nacht zuvor eine kleine Slapstick-Anlage bis auf Grund vom Dirk beim Biss das Rotpot ins Wasser gezogen. Dann war die Route erstmal weg. Da hatte ich einen Biss auf Grund, hab den Fisch aber verloren. Beim Einholen meiner Grundmontage hatte ich einen Dirk seine Hauptschnur von der Route, die im See war. Dann langsam beigezogen und irgendwann nach einer halben Stunde mit viel Mühe und Not bekamen wir dann wirklich komplett die Route mit Rolle und mit Fisch dran raus. Davon gibt es leider keine Aufnahmen, weil A war der Akku leer und es war auch stockfinstere Nacht. Wahrscheinlich auch besser so, sonst würden sich jetzt viele Leute kaputt lachen über die Aktion.
sagen, ne? Ja, egal. Gezogen haben, dass sie Bogen waren. Der hat wieder bis zu der Schnur genommen. War schon lustig, ja. Die ist nass. Ja, halt schon. Power. Ja, das ist richtig. Kann dich aber nass machen. Der kleine Wilde hier. Aber so nass. So eine Form hat er. Ja. Dann hat Dirk noch ein paar Boilies nachgefüttert mit dem Futterrohr. Punktgenau. Auch rechts quasi hinten an den Busch rüber gestreut. Auf ungefähr 10 bis 15 Metern. So konnten wir dann drei Angelplätze bzw. Spots vernünftig anfüttern. Muss nur schnell genug sein, bevor die Haubentaucher das spitz kriegen und dann den Boilies nachtauchen. Gleich kommt der erste Biss mit einem Vollrun. Sieg in meinen Ohren. Das war ein guter. Aber ich glaube, er ist weg. Nee. Doch, ist weg. Der ist weg. Scheiße. Hast du gut angehört. Leider kurz nach dem Biss ausgestiegen. Pech, so kann's gehen. Aber hast du Hoffnung? Ein geiler Run, oder? Der war richtig gut, ne? Ah, legen wir das mal aus, kommt noch. Bin gespannt. Vielleicht wieder ein paar Beule zum Schießen. Auf jeden Fall, ich würde sagen, der nächste Biss sollst du nicht lange auf sich warten lassen. Diesmal bis auf der Route vom Dirk. Hat er losgelassen, oder?
anderen Ecke. Der Fisch zog diesmal links rüber, Richtung Seemitte und war somit eigentlich aus der Gefahrenzone. Kommt er langsam. So, mein Freund. Vorschlafen. Naja, nicht, ja. Nur nachschlafen, nicht vorschlafen. Beide. Der Fisch, der Hackelige Fisch, hackelige. Gut, gut. Ich kriege die Schuhe nass. Hab ich keinen Antrieb. Warte. Ja, gut. Ja. Da ist er. Ja. Nein, ist er doch nicht. Nee. Der. Ja. Schön. Schöne Farbe, oder? Schöne Schuppen.
Nach jedem Biss wurden dann ungefähr 15 bis 20 Boilies nachgefüttert, da die Fische extrem aktiv im Fressen waren. Was wir beobachten konnten, ist, dass sobald Boilies auf dem Wasser landeten, Karpfen von unten hochkamen und die Boilies sich teilweise von der Oberfläche weggenommen haben im Absinken. Auch der Karpfen ist direkt rechts die Flucht angetreten und wollte zu dem Totholz. Ob das gut ausgeht, das sehen wir gleich. Leider zu viel Druck ausgeübt und der Fisch ist ausgeschlitzt. Also okay, was ist mindestens dran? Haben wir gesehen. Alles gut.
schnell neu angeködert. Ich habe hier einen Dumble drauf, Black Pepper, der nach und nach seinen Lockstoff abgibt und eine wirklich wunderbare Lockstoffwolke nach oben abgibt. Genau da sollte er hin. Dann war Dirk wieder dran, bis auf seine Route. So Schleie, Kampfschleie. Ich kann nicht sagen, warum ich das gebissen hat, weil ich gerade die Kamera angemacht habe. Ich schneide jetzt hier raus und mach nur. Ja. Ja, genau. 5 Minuten Angel und dann eine halbe Stunde Outtakes. Wenn ich die alle geschnitten hätte, die Outtakes, das wäre ein lustiges Video geworden. Halbe Stunde Sendezeit. Das sieht ja echt gut aus, das ist ja richtig eigentlich, ne? Richtig gesagt, diese scheiß Grundeisen, die versehen sie eigentlich die Kante. Da ist abgesagt, die war ja vorher auf der richtigen Linie, ne? Du hast die angepackt, ne? Du hast 2 Tage nach dem Fußchen waschen, was du wolltest, was du gerade nicht mehr. Ja, der ist schön. Oh, der ist aber groß, ja. Die sehen fast immer so klein aus, ne? Ja, ja. Und dann hast du sie in der Matte liegen und dann denkst du, boah, schönes Tier.
Diesmal hängt er und soll auch hängen bleiben. Dann muss er auf die Matte. Nicht der größte seiner Art, aber immerhin der erste zählbare Fisch, den ich landen konnte. Direkt wieder neu ausgeworfen, wieder an die gleiche Stelle. Durch kurzes Ziehen des Bleis über Grund kann ich genau feststellen, in welchem Bereich der Köder sauber liegt. Hatte ich links abgelegt, vor einem größeren Seerosenfeld. Ich musste aufpassen, dass der Fisch mir nicht in diese reinzog.
Dirk hatte die Nachmittagsstunden genutzt, um nochmal kurz nach Hause zu fahren. Und somit habe ich den Fisch quasi nachher allein gedrillt und allein gekeschert. Auch der Fisch versuchte dann mit Anlauf rechts in die Ecke reinzuziehen. So musste ich ein bisschen mehr gegenhalten, um den Fisch dann von seinem Vorhaben abzuhalten.
Das war schon ein zeigbarer Spiegelkarpfen. Ich schätze mal irgendwo zwischen 8 und 12 Kilo gewogen und gemessen habe ich sie nicht. Auch die Route habe ich dann wieder an den gleichen Ort gelegt, direkt vor das Seerosenfeld und hoffte auf den nächsten Biss. Zum Einbruch der Dämmerung haben wir dann nochmal nachgefüttert. Einige Boilies und auch einige Futterbomben sind nochmal ins Wasser gegangen. Kommen Sie wieder. Ja, ja. Die Nacht verlief ziemlich ruhig, kurze Anfasser, aber kein richtiger Biss. Morgens dann nochmal die Köder frisch gemacht, neu ausgelegt und auf den nächsten Biss gewartet. Dirk testet hier durch Ziehen, in welchem Bereich der Köder sauber liegt. Er kann so sicher sein, dass er nicht im Kraut liegt bzw. der Karpfen den Köder vernünftig aufnehmen kann. Nachdem die Ruten ausgelegt waren, frisch beködert, wurde auch nochmal nachgefüttert. Man kann hier gut sehen, dass wir den Futterplatz auf der linken Seite ca. 5x5 Meter angelegt haben. In dem Bereich lagen Dirk seine Ruten, meine war ein bisschen weiter links rüber. Alarma! Ja. Kann nicht beruhigen, der Kaffee ist eh noch zu heiß. Kann man jetzt saufen. Von Anfüttern bis zu dem Biss sind keine 10 Minuten vergangen. Passend zur Kaffeepause morgens zum Frühstück bis der erste Fisch. Ich bin wieder lustig, das Rätsel backen, ne? Thank you.
gleiche Spiel wie davor bei den anderen Karpfen. Immer wieder rechts in die Ecke rein, als hätten die Karpfen was in den Genen. Das ist auch wie gesagt ein schmaler Grat, den man dann ein bisschen zu viel Druck ausübt, um den Fisch aus den Hindernissen rauszuholen oder fernzuhalten, bis die Gefahr immer recht hoch, dass der Fisch ausschlitzt. Wie gesagt. Aber lieber einen Fisch ausschlitzen, wie den Fisch mit der Montage im GS zu verlieren. Ein schönes Tier. Da kann man auch sehen, wie aktiv die Karpfen an der Oberfläche sind. Ja, das ist los dann. Mach ein Foto. Ich kann nicht beide da reinlegen. Fällt auch rein. Ja. Das ist die nächsten Anhängige und das ist ein Aufbild. Das fällt. Brauchst du nicht mal Kommentare machen? Nein, nein. Die nächsten 20 Minuten sind nicht sicher. Genau, so ein Fremdschirm genießen. Oder was denn?
keine Angst, dann wird doch irgendwo, vielleicht machst du mal einmal einen Fahrgestab spielen und irgendeinen Kasten, und wenn du den losklopfst, dann hast du aber den Boden gesehen. Wenn sie Fisch haben wollen oder einen Karpfen essen wollen, sollen sie sich irgendwo einen kaufen gehen. Für den Fischmarkt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Mir haben die 3 Tage und 2 Nächte richtig viel Spaß gemacht. Wir haben uns auch wirklich gut verköstigt. Zum Frühstück gab es Spiegelei im Fladenbrot. Einwandfrei, war ein gelungenes Wochenende, in guter Gesellschaft. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.